Klatschen für türkische Panzer. Ankara lässt seit Tagen schweres Gerät an die Grenze bringen. Zivilisten zeigen sich begeistert vom Beginn der Militäroperation Olivenzweig. Die sind hier, um die Türkei zu retten. Warum sollten wir uns nicht freuen? Wenn wir das hier jetzt nicht machen, dann geben die USA denen in Zukunft noch mehr Macht und dann bedrohen sie unsere Grenzen. Mit denen ist die syrisch-kurdische Miliz YPG gemeint. Wenige Stunden zuvor erste Einschläge in den Bergen der syrischen Region Afrin. Türkische Kampfflugzeuge fliegen Angriffe, Haubitzen feuern Richtung Syrien. Das Ziel der Operation sind Stellungen der kurdisch-syrischen YPG-Miliz, die von den USA unterstützt werden. Die YPG kontrolliert die Region Afrin und ist aus Sicht Ankaras der syrische Ableger der als Terrororganisation eingestuften PKK. Mit dem Angriff auf die YPG geht der türkische Staatspräsident auch auf Konfrontationskurs gegen die USA. Am Mittag fragt Erdogan Richtung Washington, wen man eigentlich reinlegen wolle. Der Name dieser Organisation ist PKK und der Name jener Organisation ist YPG. Auf den Terrorlisten der USA und der EU steht doch auch die PKK. Die Organisation, mit denen ihr in Syrien zusammenarbeitet, ist genau dieselbe.